Radio Hamburg Video. Gestern war Ihr Herausforderer Michael Naumann hier. Haben Sie es gehört gestern Morgen? Ehrlich gesagt nicht, nein. Oh, was verpasst? Bitte um Gnade, ja, okay. Heute sind Sie dran. Herzlich willkommen erstmal. Wie geht's Ihnen jetzt um 8.10 Uhr? Wann stehen Sie normalerweise morgens auf, Herr von Beuys? Im Moment gegen 6:30 etwa, weil jetzt Wahlkampf ist eine harte Zeit und das Alltagsgeschäft muss auch noch erledigt werden. So 6:30 etwa. Okay, und was für ein Frühstückstyp sind Sie? Spiegelei. Oh, ehrlich? Lecker. Ja, Spiegelei und Schwarzbrot. Und jeden Morgen? Jeden Morgen. Manchmal was ganz Verrücktes, zum Beispiel Rührei. Sie sind ja momentan im Wahlkampfstress, Sie haben es eben schon angedeutet. Wenn Sie mal eine kleine Auszeit nehmen, wohin gehen Sie denn in Hamburg zum Entspannen? Am liebsten in meine Wohnung. Dann lege ich mich aufs Bett, sehe fern oder lese ein Krimi oder ein Buch, was mich entspannt. Ja. Fernsehen, ganz kurz das Stichwort gestern Abend, 3-0 Deutschland-Österreich. Haben Sie das Spiel gesehen? Ich habe den Beginn der ersten Halbzeit gesehen und ich fand es so unglaublich langweilig, dass ich auf irgendein Krimi umgeschaltet habe. Ich glaube, bei ProSieben war der. Der war in der Kritik gut beschrieben, war aber auch langweilig und dann habe ich mich doch zum Lesen entschieden. Ja. Lesen, was lesen Sie gerade? Ich bin ja so ein großer Anhänger von Krimis und lese gerade einen sehr, sehr spannenden Krimi, der in Norwegen spielt. Was halten Sie von Rosamunde Pilcher? Ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ist etwas zu beschaulich. Ich mache schon gerne ein bisschen härter und spannender. Ja, Michael Naumann hat sich geoutet gestern. Er sagt, wir haben ihm das Buch zu verdanken. Als Herausgeber, ja. Ich dachte, er hat es heimlich geschrieben. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal bei McDonald's? Wann hatten Sie das letzte Mal bei McDonald's gesehen? Ja, ich schätze, so vor 14 Tagen ist das gewesen. Ich kriege so alle 14 Tage einen Jeeper und habe irgendwie einen Mordshunger. Ja. Das Problem ist bloß, ich kriege wirklich regelmäßig davon Sodbrennen. Ich mag das ganz gerne, aber anscheinend diese teuflische Mischung aus Gewürzgurke und Ketchup, irgendwie vertrage ich die nicht so recht. Also, liegt dann ja auch schwer im Magen, ne? Ja, es ist wie mit Currywurst. Ab und zu habe ich auch einen Heißhunger auf Currywurstfritten und hinterher liegt es auch wie Blei im Magen, aber na gut. Gestern lief bei RTL Deutschland sucht den Superstar, parallel zum Fußball und parallel wahrscheinlich auch zu dem Krimi. Habe ich nicht gesehen, nicht mal reingezogen. Ja. Beim Münchner Cast ist Matthias Semmler aufgetreten und der hat so gesungen. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt. Was würden Sie als Jurymitglied sagen? Mutig. Mutig? Mutig. Okay. Aber nicht genießbar. Okay, das hat Dieter Bohlen gesagt. Mensch, das klingt, als wenn sie dir den Arsch zugenäht haben und dir die Scheiße oben rauskommt. Eine sehr eigene Sprache. Also, gegeben. Das war sehr eigen. Aber Dieter Bohlen wird heute 54, Sie sind 52. Mhm. Sie haben es eben schon gesagt, ich würde mal sagen, geht aber auch durch für 45, je nachdem, wie das Licht fällt. Ja, genau. Wie man ausgeschlafen hat. Wie machen Sie das? Sind Sie auch mit Männerkosmetik? Also machen Sie so viel kosmetische Geschichten? Nee, also was ich nehme, ist immer so eine von, wie heißt das, darf man hier Produkte nennen? Aber selbstverständlich, machen wir auch. Hamburger Produkt, also von Beiersdorf. Nivea Soft, das ist so ein bisschen Feuchtigkeit mit Vitamin E. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es angenehm ist. Ich weiß es nicht. Aber sonst mache ich nichts mehr. Und wen wünschen Sie sich als Nachfolger von Hüb Stevens? Hüb Stevens selbst. Vielleicht kann man ihn noch umstellen. Ich finde jemand toll. Also ich finde, er hat eine enorme Ausstrahlung. Ja. Persönlich. Und ist ein so erfolgreicher Trainer. Ja. Der ist einfach klasse. Ja. Wenn Sie Bürgermeister bleiben sollten, vielleicht kann man das ja einfach anordnen. Genau. Neues Gesetz. Oder sowas. Genau. Ich habe mich hier schon geoutet als großer Ford Mustang-Fan. Fahre selber ein 66er Hardtop Coupé. Was ist Ihr Lieblingsauto, Herr von Beuys? Ich fahre privat an 14 Jahre alten Volvo 960. Das ist wie eine Schrankwand auf Rädern und den liebe ich sehr. Ja, und ich habe gerade mal geguckt, bei eBay gibt es auch so einen, und zwar Volvo 960. Der wie viel gelaufen? Silber Metallic, der wird hier angeboten für, Moment, wie viel ist er gelaufen? 112.000 Euro. Das war wenig. Ja. Der wird hier angeboten für 2.500 Euro. Also das Auto ist noch erschwinglich, Ihr Traumwagen. Also ich habe mein gekauft vor 3 Jahren für 3.500 Euro. Also hat er gelaufen 195.000 und war damals entsprechend 11 Jahre. Und dann haben Sie ihn finanziert. Das habe ich gerade noch so geschafft. Mit Ach und Krach. Ja. Mehr Videos und Podcasts unter radiohamburg.de.